Du gefällst mir nicht. Und mir gefällst du auch nicht. Interessant. Alles, was du gerade gesagt hast, war falsch. Und damit begrüßen wir euch zu einer neuen Folge Falcon FM. Walt, wie geht's? Ja, soweit. Alles im Lot. Und bei dir? Habe ich mir doch gedacht. Er hat mich eben gerade in der Runde Sabak abgezockt. Und deswegen darf er jetzt gleich auch anfangen. Aber ja, dazu kommen wir jetzt gleich. Mir geht's sehr gut. Danke. Ganz genau. Gut, Sabak. Den Laserschwertkampf hast du vergessen, den ich gewonnen habe. Aber okay. Seit wann kannst du ein Laserschwert schwingen? Ja, okay, ich bin Schmuggler. Lass mich träumen. Ah, ich meine, bei dem neuen Darth Vader Immortal Videospiel mit VR-Brille, da spielst du übrigens einen Schmuggler, der machtsensitiv ist. Und okay. Die Zuschauer wissen ja noch gar nicht, wie machtsensitiv wir wirklich sind. Ja, wer weiß. Unsere Theorien sind es auf jeden Fall. Wer weiß, was da noch kommt. Ja. Die sind das auf jeden Fall. Ja. Okay, Lange Rede, kurzer Sinn, ne? Genau, wir haben was Neues mit euch vor heute. Wir haben ja in der letzten Zeit viel gebrütet und Theorien ausgeschlachtet bis zum allerletzten. Ich freue mich. Und heute wollen wir ein wenig mit der leichten Kost beginnen, denn es weihnachtet sehr bei uns im Studio. Auf jeden Fall. Merry Sithmas an der Stelle. Ja. Sil, was haben wir vor? Ja, wir werden mit euch in den nächsten Tagen einige Adventstürchen öffnen. Und wenn wir von Adventstürchen sprechen, dann sprechen wir von jeweils einer Folge pro Adventstürchen. Ja. Und ja, in dieser Folge wird es dann immer darum gehen, dass wir uns gegenseitig eine Frage stellen, die es zu beantworten gilt. Im Star Wars Kosmos natürlich. Die kann auch ein bisschen witziger sein. Die kann aber auch ein bisschen ernster sein. Oder aber auch ein bisschen philosophischer, hast du eben schon gesagt. Ja, es könnte auch durchaus passieren. Okay, ich bin sehr gespannt. Da Walt im Sabak gewonnen hat, darf er die erste Frage vorgeben. Ich muss spontan darauf antworten, weiß nicht, welche Frage er vorbereitet hat. Genau. Und was muss man noch wissen? Ja, 24 Türchen bedeutet 24 Folgen, also somit die volle Packung Falcon FM vor Weihnachten, um uns auch nochmal so ein bisschen auf Rise of Skywalker einzustimmen. Ne? Und sollte das erfolgreich ablaufen dieses Jahr, dann werden wir es im nächsten Jahr wieder raushauen. Dann haben wir nämlich ein festes Special, unser Weihnachtsspecial. Genau. Und das sind die 24 Kalendertürchen, auf die ihr euch freuen dürft. Plus, ja, jetzt kommt's. An jedem Advent möchten wir auch gerne nochmal eine kleine Theorie raushauen. So ganz ohne geht's dann doch nicht. Und zwar zu Rise of Skywalker. Ja, und das heißt, ich bekomme 24 Folgen plus 3 Advents-Spezialfolgen. Ja, genau, so sieht's aus. Die bekommst du. Okay. Ja, dann legen wir los. Ich freue mich. Okay. Also, dann öffne ich mal das erste Türchen. Ich bin sehr gespannt. Viel Spaß dabei. Ich habe keine Ahnung, was da auf mich zukommt jetzt. Okay, lieber Sil, lieber mach dich bereit. Dein Blaster ist geladen. Wir fangen sehr angenehm an. Ja. Wen würdest du am liebsten daten im Star Wars Universum? Oh nein, genau die Frage habe ich auch vorbereitet. Tja. Ohne Scheiß, die Frage habe ich auch vorbereitet. Okay, ich würde sagen, mir fassen erstmal zusammen, wer überhaupt date-mäßig in Frage kommt, ja. Also für mich zuallererst mal natürlich Leia ist natürlich eine Frau, die man daten könnte. Ich zähle nur erstmal auf. Dann hast du natürlich, du hast Padme, also Natalie Portman. Du hast Jyn Erso von Rogue One. Mhm. Du hast, lass mich überlegen. Du hast Rey natürlich, klar. Und du hast hier Enfys Nest, Crimson Dawn, Gott, wie heißt sie? Kira? Ja. Kira hast du noch? Ja. Also. Es gibt aber noch mehr im Star Wars Universum, ja. Also, wenn du jetzt mal von der menschlichen Anatomie gehen würdest, dann würde einiges an einfallen. Wir sind ja jetzt erstmal nur beim Optischen. Ja, genau. Also, ja. Also, optisch würde ich sagen, sind die fünf auf jeden Fall so der Hingucker, kann man sagen. Ja. So. Ich weiß nicht, vielleicht hast du noch jemanden, den du vielleicht hinzufügen willst? Ist mir jetzt gerade so spontan eingefallen. Nee, ich glaube, alles, was humanoid ist, hast du da ganz gut abgegrast. Natürlich gibt es da so ein paar Side-Charaktere, die man jetzt vielleicht noch hier an der Stelle nennen könnte, aber junge, hübsche Frauen fallen mir da spontan keine ein. Und die fallen dann doch eher in mein Schema.
Ja, also würde ich sagen, konzentrieren wir uns mal auf die fünf, oder? Ja. Okay. So, du hast dir im Voraus auch keine Gedanken gemacht, ist Nein, wichtig zu sagen. Du hast lediglich die Frage verfasst. Ja, natürlich sind ein paar Gedanken schon zustande gekommen, aber ich habe mir nicht intensiv Gedanken und abschließend Gedanken darüber gemacht. Von daher bin ich auch ganz unbedarft. Ja, an der dann würde ich sagen, machen wir jetzt einen Contest wie bei Germany's Next Topmodel und haben jetzt diese fünf in Recall oder wie sagt man. Und jetzt müssen wir uns entscheiden. Ich würde sagen, sollen wir das jetzt zusammen machen oder jeder für sich, dass wir eine auswählen? Du musst, eine rauswählen. Du musst zuerst auf die Frage antworten. Ich muss zuerst, ja. Okay. Und gut. Das Ganze natürlich stichhaltig begründen, aber genau. Sil, ich kenne dich, das wirst du hinkriegen. Okay, dann fliegt direkt schon mal eine raus, nämlich Rose. Ach nee, die war ja gar nicht genannt. Okay, dann ist es natürlich, dann ist es natürlich Jyn Erso, die ich rausschmeiß, weil, ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nicht einmal... während ich Rogue One gesehen habe, auch nur einen Moment daran vergeudet, diese Frau zu daten. Ich weiß auch nicht, warum irgendwie die macht mich einfach nicht heiß genug. Okay. So, also Jyn Erso ist damit weg. Ich muss aber gerade mal kurz einhaken. Ich finde sehr, sehr witzig, wie du die Sache jetzt hier aufrollst. Normalerweise gehe ich davon aus, wenn ich eine Frage stelle, kriege ich eine Antwort. Von dir kriege ich erstmal lauter Antworten, die nicht die Antwort sind. Ja, sehr genau. Schön. Ja, wir müssen ja erstmal langsam zum Ziel kommen. Ist schon klar. So, wir nähern uns langsam der Blüte. Okay. Jetzt haben wir noch Leia drin, die bleibt auf jeden Fall noch. Mhm. Und Rey. Dann haben wir noch die gute Padme, die bleibt auch auf jeden Fall. Und wir haben noch die Kira. Und deswegen würde ich sagen, fliegt die Rey als nächstes raus. Denn Rey ist für mich auch nicht so die ich daten würde. Das ist für mich eher so was Freundschaftsmäßiges irgendwie. Ich weiß nicht, die ist auch eine Jedi-Ritterin, von daher fällt die irgendwie raus bei mir, weil allein vom Kodex her darf die ja eigentlich schon nichts Verbotenes machen. Ja, dann musst du halt einfach so stark überzeugen können wie Anakin Skywalker, würde ich sagen. Ja, ich kann aber keinen Geistes. Aber wahrscheinlich, der Charme fehlt ja. Ja. Mir würde ich es zutrauen. Ja. Wobei wir wissen ja, Rey kann ja alles. Egal, will ich jetzt nicht vertiefen. Rey fällt weg, also haben wir noch drei. Okay, Leia, Padme und Kira. Und da muss ich ehrlich sagen, fällt Kira weg. Weil... Ist schon sehr akrobatisch unterwegs. Ja, das ist natürlich... Schon Pluspunkt. Moment, das ist ein Pro, ja. Nee, Kira... Ich weiß auch nicht, irgendwie, die geht in dem Film auch, finde ich, so ein bisschen unter. Also, und irgendwie, man denkt ja dann trotzdem immer an Daenerys. Ne? Also, ja, ich weiß nicht, irgendwie. Was ja nicht Schlechtes sein muss, dass man an Daenerys denkt. Aber also, wenn ich jetzt noch einen Film mehr sehen würde von Kira, dann würde es mir wahrscheinlich leichter fallen, sie einzuordnen. Jetzt einen ernsthaften Film oder einen schlüpfrigen Film? Beides. Ja, sind wir im Finale angekommen. Padme gegen Leia. Ja. Also wenn ich mir Leia in dem Outfit von Return of the Jedi vorstelle, wir erinnern uns alle, jeder Einzelne erinnert sich an die Szene. Ich glaube, das war das optisch geilste, was man je im Star Wars-Universum sehen konnte. Wenn ich mir aber Leia. Hat mich abgeholt, ja. Ja. Wenn ich mir aber Leia bei Episode 7 angucke, dann merke ich, dass sie schlecht gealtert ist. Gut gealtert ist, so. Sehr gut gealtert. Sehr gut gealtert ist, so. Ja, auf jeden Fall. Also. Hut ab. Machen wir es kurz. Ich entscheide mich auf jeden Fall für Padme. Definitiv. Padme Amidala ist the one and only. Die würde ich daten. Die würde ich ausführen. Vielleicht so ähnlich wie der Anakin bei Episode 2. Und ohne, dass ich ihr das Obst mit der Macht rüberleiten würde. Aber und du magst auch Sand. Ich mag Sand. Und Padme würde ich definitiv daten, ja. Also, machen wir kurz. Padme ist mein Date. Okay, ich finde hat das optische Gründe oder hat das auch Gründe des Charakters? Finde ich am attraktivsten von allen Frauen. Spricht mich am meisten an. Und vom Charakter her, sie ist eine, die sehr leidenschaftlich ihren Beruf ausübt. Und ich sehe schon, du planst über das Date hinaus und willst schon heiraten. Ja, genau. Ja, okay. Man muss ja schauen, ob Heiratsmaterial ist. Ist klar, verstehe. Deswegen, also,
ja, Padma Amidala, du bist meine Auserwählte. Okay. Du hast jetzt. Mit der würde ich auch Drillinge machen dann, anstatt Zwillinge. Ich verstehe. Okay. Ja, du hast jetzt relativ weit ausgeholt. Ich bin da relativ schnell fertig an der Stelle. Mhm. Für mich, du hast es eben auch schon angesprochen, die Szene aus Episode 7. Nein, Quatsch, aus Episode 6. Entschuldigung, wir sind bei Episode 6. Mhm. Der Moment in Jabbas Palast, mhm, ja, rein von der Optik her. Mhm. Und wir wissen alle, Lea ist eine Fundsfrau. Mhm. Die weiß, was sie will. Mhm. Die sieht nicht nur gut aus, die hat auch Charakter. Mhm. Hat auch Eier in der Hose. Also... Mhm. Hat hoffentlich. Ja, genau. Du weißt, was ich meine, und ja, allein durch die Optik hat sie mich in diesem Film dermaßen geflasht, dass ich mir das heute noch gerne angucke. Ist auch zeitlos. Diese Schönheit ist zeitlos, wenn ich mir die Szene heute noch anschaue. Mhm. Manchmal schaust du dir alte Filme an, mhm, und siehst dort Szenen, die du als Kind toll fandest, mhm, ja, gerade in Bezug auf eine hübsche Frau, die, mhm, aber irgendwie schlecht altern, diese Szenen. Mhm. Ja, wo du irgendwann sagst, ja, heute spricht mich das gar nicht mehr an. Aber ja. Lea, in dem Outfit, ist ja heute immer noch der absolute Hingucker. Und ja, da würde ich doch mal gerne ein wenig näher, mich ein wenig tiefgehender unterhalten. Tiefer in die... Ja, Punkt, genau. Punkt. Ja, ja. In die Materie. Trinken. Ja. Okay. Ja. Ich glaube, ich habe genug gesagt. Ja, sehr gut. Ja. Dann kommen wir beide uns in die Quere. Vielleicht können wir auch so ein Vierer-Date machen irgendwie. So ein Kinoabend zusammen. Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Ja, im Millennium Falcon. Ja. Wir wissen ja spätestens seit Solo A Star Wars Story, wie viel Platz eigentlich in diesem Millennium Falcon ist. Ja. Und wir alle wissen, bei Alkohol schläfst du relativ schnell ein. Könnte ein schöner Abend mich werden. Ja. Und ja, auch wenn der Holo-Chess-Tisch ein bisschen klein ist, aber... Okay. So, wir beenden damit. Ja, wir schließen das chauvinistische Türchen jetzt an der Stelle. Ja. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen 1. Dezember. Ja. Ja. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Jetzt beim zweiten. Bis dann. Klar. Bis dann. Ciao. Tut mir leid, die Sauerei.